Das Internet ist voll mit Otter-Videos. Otter, die quietschen, andere rutschen und so weiter. Aber Otter sind auch Jäger. Da sind Otter drüben, da kratzt der Wanz direkt am Dreck auf. Das ist unwahrscheinlich. Ein Riesentier, ich sage mal, der garantiert 15, 18 Kilo. Früher Morgen im Landkreis Tirschenreuth. Teichwirt Klaus Becher fischt heute drei seiner Teiche ab, um zu schauen, wie viel Schaden der Fischotter über die Saison angerichtet hat. Heute, denke ich mal, werden so insgesamt, hoffen wir mal, 3 bis 4 Tonnen rauskommen in den drei Teichen. Bei Teich Nummer 1 ist das Wasser bereits abgelassen. In den Netzen zappelt es. Doch wirklich viele Fische sind das nicht. Becher musste bislang gut 10% seiner Teiche aufgeben. Nur wegen Otter oder auch wegen Kormoran. Heute entscheidet sich, ob noch mehr dazukommen. Und da, nicht weit weg von den Netzen, eine Otterspur. Diese Kriechspur verläuft quer über den Schlamm im Teich. Die Furchen enden in einer kleinen Höhle, in der Otter gewohnt hat. Auf einem Haufen hat er seine Duftspur hinterlassen, um sein Revier zu markieren. Von hier aus ziehen die Tiere los, um sich ihr Futter zu holen und um den Nachwuchs zu ernähren. Vor 50 Jahren war der Fischotter in Bayern beinahe ausgestorben. Deshalb hat man diese Tiere unter Artenschutz gestellt. Mit Erfolg. Mittlerweile fühlt sich der Fischotter hier wieder zu Hause. Und nun müssen die Teichwirte einen Weg finden, mit dem Jäger klarzukommen. Teich 1 ist abgefischt. Ergebnis: Der Otter hat zugeschlagen. Nur 1,5 Eimer, rund 30 Kilogramm Zander. Sollten eigentlich annähernd 100 Kilo drin sein. Wenn man alles zusammenrechnet, wird das wird nicht mal eine Nullnummer, das wird eine rote Zahl werden. Es bleibt die Hoffnung, dass jetzt wenigstens in Teich 2 und 3 mehr Fische übrig sind. Für Klaus Becher gibt es nur eine Lösung: Jagd auf den Otter. Die Entnahme vom Otter muss geschehen und ich hoffe, dass es auch recht zügig vorangeht. Doch nur 32 Otter pro Jahr dürfen in ganz Bayern gejagt werden. Und selbst dagegen klagt der Bund Naturschutz. Doch allein in der Oberpfalz und Niederbayern gibt es offiziell 650 Fischotter. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich deutlich größer. Was tun? Der Bund Naturschutz schlägt vor, den Teichwirten Geld geben, um Zäune zu bauen. Die Teiche mit Schilf zu renaturieren, um Versteckmöglichkeiten für Fische zu bieten. Und eine schnelle und einfache finanzielle Entschädigung, falls der Otter trotzdem noch Schaden anrichtet. In Österreich und Tschechien habe sich das bewährt, so der Bund Naturschutz. Doch davon sind die Teichwirte nicht überzeugt. In der Praxis zum Umsetzen, das sieht man jetzt hier am Waldrand rum, relativ schön, da kann man keinen Zaun bauen. Das ist Natur, da kann man keinen Zaun bauen. Diese Teiche alle einzuzäunen, wäre finanziell überhaupt nicht zu machen. Und die Renaturierung? Der Otter ist dazu ein viel zu geschickter Jäger, der heute genauso aus dem Schilf raus wie wenn kein Schiff drin wäre. Also das ist Nonsens. Der dritte und letzte Teich wird geleert. Noch einmal Eimer zählen und wiegen. Rechnet es sich, diese Teiche auch in Zukunft noch zu bewirtschaften? Eigentlich waren so 3 Tonnen vorausgesagt worden. Und ich sage mal, 1,5 könnten es gehen, sagt er, die Hälfte. Ja. Und im zweiten und dritten Teich, sagen wir mal so, da haben sie die Zander rausgerissen. Für die Karpfen her wäre es eine absolut rote Zahl. Klaus Becher wird den ersten der drei Teiche aufgeben. Er ist frustriert. Wir werden die Teichwirtschaft so lange betreiben, solange es einigermaßen geht. Wenn es nicht mehr geht, dann kann es natürlich auch passieren, dass man die großen Teiche zum Beispiel trockenlegt und dann Mais oder Weizen einsetzt. Und ansonsten muss man es halt einfach am Haken machen und abschließen. Die Positionen der Teichwirte und Otterschützer bleiben unvereinbar. Und eine praktikable Lösung für alle ist nicht in Sicht. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.